Herzlich willkommen zum zweiten Part von unserem Game Duell mit Florian. Moin. Mit Vincent. Moin. Oh, und mit Tobias. Pokémon. Wir sind jetzt gerade in der 2-Punkte-Bereich-Arena-Ding, wo jede Frage überraschenderweise 2 Punkte gibt. Nicht so wie im ersten Part, die Fragen nur 1 Punkt gegeben haben. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, genauso wenig wie ich, guckt euch den ersten Part an. Das war voll scheiße. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt zur ersten Frage. Es handelt Möchtest sich du nicht mal eben noch den Punktestand? Der Punktestand. Tobias, der krasse Motherfucker, führt mit 4 Punkten. Und Florian und Vincent sind genau gleich scheiße, die haben jeweils nur 2 Punkte. So, was man auch im ersten Part gesehen hat, die GTA 5 Frage hat einfach jeder souverän beantwortet, abgesehen von Florian. Deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich euch jetzt einfach nochmal eine GTA Frage, aber bezogen auf GTA San Andreas. Bestimmt kann sich noch jeder von euch erinnern, was damals... Ja, Florian ist geil, danke Tobias. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern, bei San Andreas, als auf einmal so eine riesige Diskussion durch alle Medien durchging, als es auf einmal hieß, yo, in GTA San Andreas kann man Sex haben. Denn es gab tatsächlich eine Mission, die man mit Hilfe eines Modpacks spielen konnte, wo man einfach Sex haben konnte bei GTA San Andreas, obwohl man die Klamotten anhatte. Von euch möchte ich wissen, wie diese Mod hieß. Okay, Florian. Hi, Florian, ey, du brauchst immer ganz schön lange zum Schreiben, ey. Ich finde nicht, dass du noch googelst, ne? Braucht doch nicht lange, es gibt dir 10 Sekunden. Ja, aber die anderen haben schon so geschrieben und du dann so, ja, okay, Google hat es mir jetzt gesagt, okay, jetzt kann ich mal schreiben, so, ne? Egal! Zur Antwort, kommen wir erstmal mit Vincents Antwort. Die ist natürlich 100% richtig. Sex in the City, alles klar, Alter. Ich würde sagen, wir kommen aber dann direkt auch zu Florians und Tobias Antwort. Hier ist nämlich Hot Coffee. Ich lasse es gelten, eigentlich Hot Coffee Mod, aber Mod ist ja eigentlich scheißegal, deswegen Hot Coffee oh ist nein. Richtig. Tobi, wir sind so scheiße. Ja, warum haben wir jetzt Mod nicht geschrieben, wenn wir sowieso über eine Mod reden? Was? Das macht eigentlich keinen Sinn, wa? Ja. Alles klar, für euch ist jeweils 2 Punkte auf euer Punktekonto. Kommen wir jetzt direkt zur nächsten Frage. Und zwar müsst ihr mir da jetzt genau zuhören, denn es geht darum, welches Spiel von den folgenden 5 Spielen keine Filmadaption bekommen hat. Ich lese das nur einmal vor, deswegen genau aufpassen. Also welcher hiervon keinen Film bekommen hat. Far Cry, Dungeons and Dragons, Mortal Kombat, Beyond Good and Evil oder Alone in the Dark. Welcher hat davon keinen Film bekommen? Weiß es nicht. Also 3 Filme davon, nee, gar nicht 2 davon kenne ich. Nur sind, glaube ich, von einem gehört und das andere ist Raten gewesen. Krass! Also, ich kann jetzt sagen, Far Cry zum Beispiel hat einen Film bekommen. Ah, fuck. Vom Regisseur Uwe Boll mit dem großartigen Schauspieler Till Schweiger in der Hauptrolle. Ja. What the fuck. Aber das wusste ich, dass das schon gab. Dungeons and Dragons hat tatsächlich auch schon einen Film bekommen, der ist uralt. Mortal Kombat selbstverständlich auch. Und Alone in the Dark, was zum Beispiel Florians Antwort war, ist falsch, denn Uwe Boll hat auch davon einen Film gemacht. Der war unfassbar kacke. Und Vincent hat die richtige Antwort mit Beyond Good and Evil. Das Spiel war einfach nicht gut genug, um einen Film zu kriegen. Das war das einzige Spiel, was ich nicht kannte vom Namen. Darum habe ich das genommen. Ich kenne es auch nicht. Okay, egal. Hauptsache 2 Punkte mal wieder für Vincent, damit hat er jetzt 4 Punkte. Sehr schön, freut mich für dich, Vincent. Wir gehen gleich weiter mit der nächsten Frage. Ihr könnt euch bestimmt noch an die vorletzte Frage erinnern, wo es quasi um so einen Spieleskandal ging. Machen wir damit doch einfach mal weiter. Diesmal geht es aber um MW2. Da gab es nämlich auch eine Mission, die für sehr viel Furore in der Medienlandschaft gesorgt hat. Und zwar eine Mission, die an einem Flughafen gespielt hat. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, denn ich will von euch den Namen dieser einen Mission wissen. Oh, Digga. Dein Ernst? Ich könnte die Map sagen oder so. Flughafen, ja. Ne? Der Name ist ganz bekannt. Ich frage mich, ob ich eine Antwort lasse, wie schnell er lacht. Ich brauche jetzt deine Antwort, Tobias. Warte. Ich sag mal googeln. Okay.
Florians Antwort, ich sag erstmal die richtige Antwort. Die richtige Antwort wäre No Russian. Also keine Russen, aber egal. Der Florian hat einfach geantwortet Terminal, also so wie die Map im Online-Modus heißt. Ist falsch, Vincent war schon näher dran. 11. September. Tobias war noch näher dran und hat eigentlich richtig geantwortet. Donald Trump, RIP Flughafen. Gut, damit kriegt niemand von euch einen Punkt. Gehen wir jetzt mal zu einer Schätzfrage. Beziehungsweise, wenn ihr es wisst, dann seid ihr natürlich krasse Babos. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass ihr es nicht wisst. Denn es geht quasi um den Vorreiter der Story-Shooter. Das ist nämlich mit Abstand Half-Life 2. Von euch möchte ich einfach nur wissen, in welchem Jahr Half-Life 2 released wurde. Ihr könnt ein Jahr Differenz haben. Boah, also... Mega, einfach also das Release-Jahr von Half-Life 2. Jo, ich weiß, mal, dass ich da mega jung war. Was? Oh. Scheiße. Alter. Tobias gibt doch 2010 ein. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ey, Florian, Alter. Tobias, nicht dein Ernst, oder? Egal. Kommen wir erstmal zu Florians Antwort. Denn der hat 2003 gesagt. Er hat Glück gehabt, dass ein Jahr Differenz noch gilt quasi, denn 2004 kam Half-Life 2 für den PC raus. Oh, Scheiße. Ich 2006 dann irgendwann auch für die Konsolen oder 2005. Weiß ich nicht genau. Vincent war schon weiter entfernt, zwar mit 1999 und Tobias sogar mit 1996. Und das ist tatsächlich schon sehr, sehr alt für ein so fortgeschrittenes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Half-Life 2? Half-Life, wo lebst du, Junge? Digga, allein schon der Hype, wann endlich mal der dritte Teil angekündigt wird oder so. Ja, egal! Geht mir so am Arsch vorbei. Oh mein Gott. Direkt den Hate von allen unseren Tausenden Fans. So, kommen wir jetzt mal zur letzten Frage aus dem 2-Punkte-Segment. Und das ist... Klingt zwar im ersten Moment vielleicht richtig schwierig, aber man kann es eigentlich echt wissen, weil es so bekannt ist. Und zwar geht es nämlich um die Arkham-Reihe. Und zwar, um genau zu sein, Batman Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Ja. Da nämlich speziell um den Joker. Ich hoffe, ihr habt das Spiel auf Englisch gespielt. Nein! Denn Scheiße. Ein sehr, 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 sehr bekannter Schauspieler, den ihr alle kennt, spricht den Joker im Englischen. Von euch möchte ich den Namen wissen. Tobias, ich brauche jetzt deine Antwort. Lass mich raten, Donald Trump. Also, Vincent meinte Mark Hamill. Ist das dein Ernst, der Luke Skywalker-Schauspieler? Ist natürlich richtig, ebenso wie Florian, der hat auch Mark Hamill geschrieben. Und Tobias hat auch richtig Erdogan geschrieben. Kann man mal machen. So, okay, komme ich jetzt zur letzten Frage aus dem 2-Punkte-Segment. Ich hoffe, ihr kennt euch ein bisschen mit der Videospielgeschichte aus, beziehungsweise mit der Konsolengeschichte. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Sony. Ja. Denn bevor Sony die PlayStation 1 entwickelt hatte, sollten die im Auftrag einer anderen Spielefirma erst nur ein CD-Laufwerk für eine noch nicht existierende Konsole anfertigen. Und dieses Projekt quasi, das CD-Laufwerk stand unter einem Projekt und das hieß damals schon PlayStation. Auf jeden Fall hat sich Sony mit dem anderen Hersteller quasi gestritten und dann hat Sony einfach alleine die Konsole entwickelt. Und so kam dann halt die PlayStation raus. Die Frage ist aber, mit welchem großen Spiele-Publisher hatte sich Sony damals so verstritten? Locker ist es das andere, was ich im Kopf hatte. Ich schreibe mir eben das andere, was ich im Kopf habe, damit ich es im Nachhinein sagen kann. Und deine zweite Antwort willst du aber nicht als offiziell nennen? Doch. Deine zweite Antwort soll offiziell sein? Nein, ich nehme Nintendo, ich bleib dabei. Okay, damit habt ihr jetzt schon Tobias' Antwort gehört, und zwar Nintendo. Florian hat dasselbe geantwortet und ohne Witz, Alter. Das ist richtig! Oh Gott! Wir hatten mit Nintendo den Tobi. Stress. Hier sind wir so krass. Und ich muss sagen, Vincent hat Sega geantwortet. Ist aber eigentlich ja gar nicht so verkehrt, auch wenn Sega seit Jahren keine funktionierende Konsole gemacht hat, wenn die falls überhaupt mal eine richtig gemacht haben, außer Saturn. Ich hatte als Zweitantwort Atari, weil ich wusste nur noch, dass irgendeine Firma das war, die im Nachhinein dann von Sony überholt wurde, deswegen. Aber es sind im Prinzip ja alle gewesen. Deswegen wusste ich jetzt nicht, war das eine Firma, die einfach in der Versenkung verschwunden ist, wie Sega oder Atari.
oder war es wirklich Nintendo? Und dann habe ich mich doch für Nintendo entschieden und ja. Ja, und ich wollte eigentlich erst Nintendo sagen, dachte aber so, nee. Und dann, weil Sega hat halt nichts Funktionelles und dann zu sagen, ja, Sony sieht ein bisschen destroyed, hätte irgendwie gepasst. So, war auf jeden Fall kein schlechter Gedanke, kann ich auf jeden Fall mal so unterschreiben. Das kann ich echt so unterschreiben. Ja. Kannst du so unterschreiben, ne? Dankeschön. Leute. Da gelogen. So, das war jetzt der richtige Abschluss der 2-Punkte-Frage. Ich sag kurz nochmal die Punkte. Florian fickt alles weg mit 10 Punkten. Tobias versucht ein bisschen aufzuholen mit 8 Punkten und Vincent, der hat 6 Punkte. Also ist bislang noch alles drin, Leute. Und vor allem jetzt im 3-Punkte-Segment. What? 3 Punkte? Wie krass? What? Und ab jetzt wird's teilweise... Oh, warte kurz, Leute. Ab jetzt wird's teilweise wirklich ein bisschen schwierig und jetzt ist auch wirklich krasses Trivia-Wissen angesagt. Direkt auch schon mit der ersten Frage. Resident Evil 4. Gilt als einer der besten Teile von Resident Evil. Oh. Aber es hat sehr lange gedauert, Resident Evil 4 zu entwickeln. Denn während des Entwicklungsprozesses von Resident Evil 4 haben die Entwickler sich gedacht, wow, das wirkt so vielversprechend, dass daraus eine neue Marke machen. Und da entstand dann ein anderes Spiel, ein neues Franchise, was bis heute noch besteht quasi draus. Ein Tipp, also ich will natürlich den Namen des Franchises wissen, was aus Resident Evil quasi während der Produktionszeit entstand. Ein Tipp, es ist Capcom. Der Publisher ist halt Capcom. Vielleicht hilft euch das ein bisschen weiter. Zur Not halt nur mit Raten. Überhaupt nicht. Ich weiß es auch nicht. Irgendwas von Capcom? Es sind nur 3 Punkte, deswegen muss die ein bisschen schwieriger... What the fuck? Einfach irgendwas antworten. Okay, ich brauche jetzt eure Antwort. Ist aber falsch bei mir. Okay, ich gehe mal schnell die Antworten durch. Tobias meinte Silent Hill. Nicht schlecht. Ich glaube, Silent Hill ist nämlich auch von Capcom, aber ist leider falsch. Ja, Vincent meinte Until Dawn. Digga, wie behindert ist die Antwort? Und Florian meinte, hi, ich bin Fan von Lady Ignition. Die richtige Antwort ist tatsächlich Devil May Cry. Deswegen habe ich gehofft, dass Vincent die Antwort weiß. Aber nicht, gut. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich wusste immer, dass von Capcom ist. Ja, ich kannte halt von Capcom nur Silent Hill und irgendwelche anderen Spiele, die gar nichts damit zu tun haben. Ich kenne tatsächlich, ich glaube Street Fighter ist auch noch von Capcom, aber mehr weiß ich dann auch nicht mehr. War es nicht noch Mega Man oder sowas? Ja, Mega Man ist auch von Capcom, stimmt. Ja, genau. So, kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Das ist jetzt wirklich sehr starkes Trivia-Wissen. Die Antwort ist wirklich echt schwer, beziehungsweise die Frage ist echt gemein. Es geht um Final Fantasy. Oh ja, ich habe jeden Teil gespielt. Zwar, ja, aber vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, weil das ist eigentlich sogar schon relativ bekannt. Ich möchte nämlich von euch wissen, Final Fantasy ist so ein prägnanter Name einfach und ein riesiges Franchise mittlerweile. Aber die Entwickler hatten einen bestimmten Entschluss, warum sie das Spiel ausgerechnet Final Fantasy nennen. Dazu gibt es eine ganz bekannte Geschichte. Denn sie hatten eigentlich was mit dem Spiel geplant, deswegen haben sie das Final Fantasy genannt. Von euch möchte ich eine kurze Begründung wissen, weswegen das der Fall ist, wieso das Spiel ausgerechnet Final Fantasy heißt. Tipp ist halt wie kurz soll die Begründung sein lassen? Das kann man in 2 Wörtern zusammenfassen. Das hat nichts mit dem Gameplay oder ähnliches zu tun. Es hat eher was mit dem Entstehungsprozess zu tun. Könnt kurz überlegen, lasse ich ein bisschen länger Zeit, insofern ihr nicht googelt. Selten so eine scheiß Frage gehört, ganz ehrlich. Oh Mann. Ja gut, aber das kann man echt wissen, aber ich weiß nicht. Weil das ist echt bekannt eigentlich. Und zwar, ich sag's jetzt einfach mal schon vorweg. Also ich sag lieber eure Antworten. Florian meinte, sie waren auf Drogen. Tobias meinte, feuchter Traum. Und Vincent meinte, keine Ideen für ein Game. Und dann, hey, ich hab die Final Fantasy. Und das ist gar nicht mal so knapp dran vorbei. Denn der Entwickler, beziehungsweise der Erfinder von Final Fantasy, das Studio hatte nämlich kein Geld mehr und die wollten ein Spiel noch rausbringen. Dann hatten sie die Final Fantasy, also sie wollten das letzte Spiel rausbringen, die letzte Fantasie, die die hatten. Und mit etwas Glück ist Final Fantasy dann so erfolgreich geworden und somit konnte sich das durchsetzen. Ist eigentlich sau bekannt, deswegen habe ich gedacht, dass es wenigstens ein paar von euch wissen, aber ihr seid halt scheiße. Ich hab das gebracht mit der Final Fantasy, komm. Nee, komm, halt am Maul, Alter. So, die nächste Frage...
handelt um Minecraft. Ja! Das ist aber Alter. Jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so krass Trivia-Wissen von wegen, wie oft musst du den Creeper mit dem Diamantschwert hitten, bis er stirbt, obwohl das würde eigentlich auch eine gute Frage abgeben. Ist ein bisschen schwieriger und das ist eine Schätzfrage, ihr dürft um die Zahl 10 daneben liegen, also 10 Differenz quasi. Die Frage lautet nämlich, wie viele Steine könnt ihr mit einer Steinspitzhacke abbauen, bis die Hand dann halt zerbricht? Boah. Weiß denn sowas? Ich könnte um 10 daneben liegen. Ich kann nur ungefähr sagen. Ich habe einfach irgendwas genommen. Ich habe in dem Spiel gar keine Ahnung. Ich habe leider zu viele Scheißspiele gespielt. Ey, ich und muss sagen, ich weiß, weg. Dass du... man kann ja mittlerweile immer diese Anzeige benutzen. Und ich weiß, dass du... du kannst immer anzeigen lassen, wie viel... Oder das ist nur eine Mod, weiß ich gar nicht. Ich hab's auf jeden Fall mit drin. Und du kannst mit einer Dia um die 1500 abbauen. Mit Holz 60 und mit Eisen 250. Um genau zu sein, 1558 kann man mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Okay, und deswegen denke ich mal, dass... Also 60 ist Holz und 250 ist Eisen. Das muss dann ja irgendwo dazwischen sein. Ich komme einfach mal zu euren Antworten. Florian meinte 125. Und die richtige Antwort ist 132. Und damit hast du die Frage richtig geantwortet. Und Florian, Tobias, Alter, Respekt, du hast 130 gesagt. Das ist mal so pornös dran. Das wusste ich sogar so ein bisschen. Ich wusste nämlich, dass es auf jeden Fall zwei Stacks, also 2x64 Blöcke sind. Aber ich war mir nicht sicher. Es waren auf jeden Fall weniger als 5. Die man dann noch abbauen konnte. Ich war mir nicht sicher, ob es jetzt zwei waren, aber durch die 10 Meter Range habe ich einfach 130 rausgemacht, bin ich auf der sicheren Seite. Und Vincent ist leider relativ knapp daneben, er hat halt 150 geschätzt. Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung, weil ich dachte, vielleicht wahrscheinlich aber, ist irgendeine gerade Zahl. Ja, das ist aber echt nicht schlecht geschätzt, muss man halt sagen. So, die nächste Frage, dafür hast du mich auch, aber es ist halt schon bekannt. Ich glaube, ich stelle die ein bisschen einfacher. Hat jemand geforzt? Nein. Warte. Ich stelle sie mal ein bisschen einfacher. Ich habe sie ein bisschen schwieriger aufgestellt, aber ich glaube, ihr braucht mal wieder ein paar Punkte. BFG. Ich meine jetzt nicht den Film von Steven Spielberg, sondern ich meine die ganz bekannte Waffe aus dem ersten Doom-Spiel. Die heißt BFG. Voll ausgeschrieben. Hat die Waffe aber natürlich einen anderen Namen, selbstverständlich. Aber von euch möchte ich wissen, wie die quasi im Internet bekannt wurde. Ich kann euch sagen, die heißt normal Big Fraggin' Gun. Von euch möchte ich wissen, wie die halt im Internet bekannt ist. Aber auch unter den Kürzeln BFG. Sie hat einen kleinen abgewandelten Namen, aber genauso mit den Anfangsbuchstaben BFG. Ist halt quasi so der... Ich weiß es überhaupt nicht, ich hab keine Ahnung. Die Antwort ist echt so einfach eigentlich. Und Tobias, ist das... Soll ich jetzt wirklich so die Antwort nehmen, wie die da steht? Also ohne die Klammer? Ja, ohne die Klammer. Sicher? Mach einfach. Du bist so ein Vollidiot. Die richtige... Tobias hat geschrieben, Big Fucking Monster, in Klammer mein Penis. Ich habe extra gesagt, die Anfangsbuchstaben sind gleich. BFG, hättest du einfach Gun dahinter gesetzt, hättest du es richtig. Denn die heißt wirklich Big Fucking Gun. Oh Mann. Wie dumm bin ich? Warum M? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich noch so, willst du das wirklich nehmen? Oh, Digga. Also Florians Antwort war kein Plan und Vincent meint Big Faggot Gun. Oh Mann, ich wusste nur Big Fucking, aber ich dachte, ach Mann, oh. Ich dachte, Digga, das ist jetzt so safe bei Punkte für dich gewesen und locker der Sieg. Aber egal, kommen wir jetzt zu der nächsten und zwar zu einer etwas einfachen Frage. Das ist nämlich endlich mal wieder eine Pokémon-Frage. Ja. Pokémon? Und die ist halt auch wirklich, das könnte auch eine Zweierfrage sein, finde ich. Und zwar, ich möchte von euch wissen, wie viele Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt, also noch nicht mit Sonne und Mond, die neuen Editionen, wie viele Entwicklungen Evoli insgesamt hat. Alles klar. Muss es genau sein? Das muss genau sein. Weiß es nicht. Das könnte ungefähr hinkommen. Also jetzt nicht nur von der ersten ausgehen, ne? Nee, alle Generationen, die bislang rauskamen. Gibt's davon Mega-Entwicklung? Ja. Nein. Also dann weiß ich's. Weil dann meinst du wahrscheinlich falsch. Ach nein, also ich, scheiße! Ich kann's sagen, ich hab's... Nein, nein, ey, das ich war... Hab bis zu vier, ich hab bis zu vier... Ich hab Hallo? Alle Generationen habe ich gesagt. Ich hab bis zu vierten Generation gespielt, bis dahin kenne ich alle. Ach so, alle. Ich glaub nicht, dass danach noch irgendwelche zugefügt worden sind. Okay, jeder hat die Antwort eingeloggt.
Okay, Tobias hat dreimal eingeloggt. Tobias ja, meinte viermal, dreimal oder halt auch einmal hat er geschrieben sechsmal. Also sechs Entwicklungen. Alles ist falsch. Florian meint, Evoli hat insgesamt sieben Entwicklungen. Ist auch falsch. Wieso? Und Vincent hat geschrieben acht Entwicklungen. Und das ist tatsächlich richtig. Oh, bist du denn acht? Ich habe aber auch acht geschrieben. Wieso denn? Tobias, du hast 4, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 9 geschrieben. Hä, ja, wieso denn? Auch 8. Ey, aber Florian, deswegen. Warte, ich guck nach. Hä, wieso guck nach. Ich hab den Pokédex, ich glaub von der 5. Was Generation ist das denn? So. Und dann gibt, stehen es die gibt eine neue Entwicklung. Nara? Es gibt doch nicht ehrlich eine Fee-Fee oder seit doch, wann es das? Es gibt eine Fee-Entwicklung seit der letzten Generation. Ich hasse dieses Spiel. und ich wusste, dass es die gibt und die vorher. Ich kotze ins Essen, eine Fee-Entwicklung. Hätte ich das ausgedacht? Wie geil. Deine Mutter. Fee-Entwicklung. Okay. Du bekifft, das kann man doch nicht sein. Schlechter Verlierer. Mit so, erlernter Fee-Attacke und zwei Herzen zutrauen im Pokémon-Army. Ah, jetzt ja, auch rumzuheulen. Ich gleich auch. Ich so, okay, das war's jetzt erstmal. So, jetzt kommt die allerletzte Frage. Kannst du nochmal eben den Punktestand vorsagen, damit es ein bisschen spannender wird? Klar, Leute. Haltet euch fest. Auf dem letzten Platz ist Vincent mit noch starken 9 Punkten. Auf Platz 2 ist Tobias mit 11 Punkten. Und auf Platz 1 ist Loria mit 13 Punkten. Easy, Vincent hat schon verloren. Also nicht heißt, Erster. Ja, ja. Aber Vincent kann immer noch Zweiter werden. Und nein, das wäre besser als Tobias dann immerhin. Denn es geht jetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich die schwierigste Frage, wenn ihr davon noch nie etwas gehört habt. Und deswegen feiere ich die so. Es geht aber um Saints Row 4. Saints Row 4. Ich weiß, ne? Das ist Saints so unfair. Row 4 hat nämlich die teuerste Special Edition, die jemals veröffentlicht wurde. Von euch möchte ich den Preis wissen. Achtung, ihr dürft 100.000 Dollar Differenz haben. Was? Okay. Ja. Ich hätte nur $230 gemacht. 100.000 Differenz? Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich finde das Dollarzeichen nicht so. Ich hätte sonst irgendwas bei, weiß ich nicht, 500 Euro gesagt, aber bei 100.000 Differenz. Oh mein Gott, ey, wirklich. Also, ich sag mal so, Vincent hat geantwortet, $100.000. Captain Obvious. Ey, Vincent, hast du recht. Ey, Tobias, komm, du kannst... Tobias meinte, $666.666. Passt irgendwie, weil es ein Teufels-DLC für Saints Row gab. Stimmt aber nicht. Florian meinte $1 Million. Und Florian hat recht. Oh Mann! Es gab tatsächlich eine Special Edition für Saints Row 4, die $1 Million gekostet hat. Das guck ich jetzt nach. Niemand. Es gab wer hat das gekauft? Nach. Es hat bislang noch niemand gekauft. Donald Trump. Warum war die so teuer? Weil es dazu ein Lamborghini gab, dann gab es noch irgendwie extra nochmal Geld dazu tatsächlich. Die Dubstep Gun in noch einer größeren Nachbildung und alles. Also ich weiß, dass ich mir jetzt direkt kaufen gehe. Auf mein das Ding. Ist ja die Final Fantasy, Leute. Da. Alter, ne? So, ich hätte sich das ausgedacht. Deine Mom. Entwicklerstudio von Revo. Also, ich gehe mal eben ganz kurz nochmal den Punktestand durch. Wie gehabt, Vincent auf dem letzten Platz mit 9 Punkten. Wie gehabt, Tobias auf dem zweiten Platz mit 11 Punkten. Und wie gehabt, Florian, der fucking Fronter mit 16 Punkten auf dem ersten Platz. Wow. Ist so also, geil, ich fühle mich so also, geehrt. Ja, da ja, muss ich ja. ehrlich sagen, das hast du dir wirklich verdient, Florian, weil du bist einfach wirklich der Geilste und hast einfach das größte Gehirn. Und deswegen von mir du ganz, hast ehrlich, Internet. Ganz ehrlich. Danke. So, liebe Leute, das war's jetzt erstmal mit dem ersten Game Duel Quiz. Ich bedanke mich an alle Zuschauer, an alle drei Leute, plus Erik. Danke, Leute, dass ihr zuguckt, euer eigene Quizshow. Ja, wir sehen uns zum nächsten Mal mit hoffentlich einem besseren Gastgeber, mit hoffentlich besseren Fragen. Und bis dahin, kauft unser Merch. Oh mein Gott, war das geil. Ja, easy.